Prinzip. Aber im Ernst, damit, dass jede Generation um 35% kleiner ist, bedeutet das, dass auch die Zahl der also Intelligenten und Innovativen in jeder Generation um 35% kleiner ist. Und wenn Sie bedenken, dass in China jedes Jahr 500.000 Ingenieure neu ausgebildet werden, und dann können Sie sich das einfach auch vorstellen. So, das ist jetzt schon ein Mengenproblem. Dazu kommt ein Qualitätsproblem, auf das ich mich in meinem Buch intensiver auseinandersetze, denn der geringen Geburten sind ja nicht gleichmäßig auf die Schichten in Deutschland verteilt, sondern die Geburtenzahlen bei uns sinken mit dem Einkommen und sie sinken mit dem Bildungsgrad. Und das bedeutet, und das ist ein seit vielen Jahrzehnten bereits andauerndes generatives Verhalten, das heißt, die Zahl der Kinder, die in den gebildeten Schichten geboren werden, die im Durchschnitt auch die intelligenteren Kinder, bildungsnäheren Kinder sind, sinkt noch viel stärker als die Zahl der Geburten insgesamt. Das heißt, auch der in Deutschland über die Geburten der reproduzierte Verstand sinkt stärker als die Zahl der Geburten insgesamt. Das gibt einen weiteren Engpass. Und da ist natürlich, wenn man denn meint, Migration könne Probleme lösen, ich glaube gar nicht, dass Migration irgendwelche Probleme lösen kann, aber wenn man sich darauf einlässt, dass sie es könnte, dann müsste man gezielt Migration von jenen Gruppen haben, die geeignet sind, diese intellektuellen Defizite aufzufüllen. Beispielsweise die Einwanderung der Juden aus Osteuropa in Deutschland, Österreich und Frankreich im 19. Jahrhundert hat in hohem Umfang zu einer intellektuellen Bereicherung geführt. Im Deutschen Reich waren im Jahre 1910 25% aller Studenten in Medizin und Jura der jüdischer Herkunft bei einem Bevölkerungsanteil von nur 1%. Da sieht man, was das für eine Bereicherung war. Jetzt gehen Sie mal den umgekehrten Weg und schauen sich den Anteil der muslimischen Migranten an unseren Studenten an. Dann sehen Sie, dass gerade das nicht der Fall ist. Und es ist ja auch einfach nur mal Fakt, dass bis 1930, also mehr als 50% der Nobelpreise in Naturwissenschaften an deutsche und österreichische Forscher gingen. Seitdem hat diese Rolle im Wesentlichen die USA eingenommen. In der ganzen Geschichte des Nobelpreises ging kein einziger der naturwissenschaftliche Nobelpreis an ein islamisches Land. Kein einziger. So, und deshalb müssen wir einfach sehen, das kann man jetzt unterschiedlich begründen, dass die intellektuelle Kapazität, die bei uns weggeht, jedenfalls aus dem Kreis muslimischer Migranten, nicht herausgeholt werden kann. Und das unterscheidet übrigens unsere Einwanderung auch ganz eindeutig und relativ radikal von der Einwanderung in Kanada, USA, Australien. Die internationalen PISA-Tests von der OECD lassen hier interessante Vergleiche zu. Wenn man die PISA-Ergebnisse von Einwanderungskindern in Mathematik analysiert, dann stellt man Folgendes fest. Der OECD-Durchschnittswert liegt bei 500 PISA-Punkte, bei einem 15-Jährigen ist der Durchschnitt. Die deutschen PISA-Ergebnisse liegen auch im Durchschnitt bei 500, wir sind genau der OECD war durchschnittlich keine Spitzengruppe. Und nun ist es interessant, wie unterschiedliche Einwanderungsgruppen liegen. Was ich jetzt zitiere, gilt quer über der viele Staaten hinweg. Man hat überall dann geschaut, was bringen die Einwanderer aus Indien, aus China, aus der Türkei, aus Marokko und so weiter. Da stellt man Folgendes fest.
Einwanderer aus Polen und aus Weißrussland, egal ob sie Einwanderer bei uns sind, in Irland, Frankreich oder sonst wie, haben in dem also PISA-Score in Mathematik ziemlich exakt die deutschen oder OECD-Durchschnittswerte. Einwanderer aus China, Vietnam und Indien liegen um 60 bis 70 Punkte über den Durchschnittswerten der OECD. Man muss wissen, die Tests sind also so normiert, dass 25 Punkte den Unterschied von einem Schuljahr sind. Einwanderer aus also Marokko, der Türkei und Pakistan, drei muslimische Länder mit völlig unterschiedlichem ethnischem Hintergrund, liegen durchschnittlich bei also 450 bis 460, das heißt um 50 Punkte unter dem PISA-Durchschnittswert. Zwischen einem Einwandererkind aus der Türkei und einem Einwanderungskind aus Indien klafft ein Unterschied von 100 PISA-Punkten oder 4 Schuljahren bei einem 15-Jährigen. Das ist die Welt. So, und jetzt kann man jetzt untersuchen, ich habe das in meinem Buch zitiert, diese holländisch-amerikanische Untersuchung, wie der Durchschnitts-PISA-Wert der Einwanderungskinder bei unterschiedlichem Einwanderungsmix ist. Da der Einwanderungsmix in Kanada, USA, Australien und Neuseeland im Wesentlichen durch also fernöstliche Einwanderer bestimmt wird, bedeutet dies, dass die Einwanderer beispielsweise in Kanada mit also 530 bessere Testwerte haben als die dort wohnende Bevölkerung. Das heißt, Einwanderung macht diese Völker intelligenter, jedenfalls akademisch leistungsfähiger. So, dagegen ist es in Österreich, also Schweiz und Deutschland umgekehrt. Hier haben die Einwanderer durchschnittlich ein Niveau von also 460. Das heißt, durch Einwanderung werden diese Länder durchschnittlich nicht intelligenter, sondern was die messbaren akademischen Leistungen angeht, eher das Gegenteil. Das liegt an unterschiedlichem Einwanderungsmix. Nun könnte man sagen, wird ja immer behauptet, das liegt daran, weil wir uns besonders ungebildeten Menschen aus der Türkei und dem Libanon oder aus Marokko zuwandern. Das mag so sein, nur der Vergleich der PISA-Ergebnisse von türkischen und also marokkanischen Schülern oder Einwandererkindern in also Holland und Deutschland, beide ausreichend große Gruppen von Türken und Marokkanern, um das sehen zu können, ist ziemlich exakt in Übereinstimmung mit den PISA-Ergebnissen, die die Schüler in den also Heimatländern erzielen. Das heißt, das türkische Schulsystem produziert in der Türkei genau den Grad an akademischer Leistungsfähigkeit, den unsere türkischen Schüler bei uns auch produzieren. Es ist besonders erschreckend, wenn man sich das für die Türkei anschaut. PISA-Normierung hat ja 6 Leistungsstufen. Die Leistungsstufe 1 oder drunter sagt, wer das nicht kann, ist an sich nicht fähig, eine Lehre wahrzunehmen und ein vernünftiges Lehrverhältnis aufzunehmen. Bei uns sind also unter 20% der Schüler laut PISA der Leistungsstufe 1 oder niedriger. Das passt zu den Erkenntnissen der Industrie- und Handelskammern und also Handwerkskammern, welcher Teil der also Schüler an sich nicht in der Lage ist, eine Lehre dazu durchlaufen. Umgekehrt, die Spitzenleistungen liegen in der obersten Gruppe. Die Spitzenleistungen in der obersten Gruppe werden bei uns von also 4,5% der Schüler erbracht. Daraus kommen die künftigen Mathematiker und Absolventen von technischen Hochschulen und so weiter. Die unterste Gruppe ist 20%. In der Korea ist die unterste Gruppe, also der 10%.
5% und die oberste Gruppe 6%. Das sagt was zum Verhältnis der Leistungsfähigkeit in Fernost. In der Türkei ist die unterste Gruppe 50% und die oberste Gruppe 1,2%. Und die türkischen Ergebnisse passen zu den Ergebnissen bei unseren türkischen Migrantenkindern. Nun kann es völlig dahingestellt sein, was davon kulturell ererbt ist durch die Kultur- und Bildungstradition dieser Länder, was durch anderes. Interessant ist die große Stabilität dieser Ergebnisse. Ich habe es auch in meinem Buch zitiert, die aktuelle habe ich noch eingearbeitet, als bereits die Druckfahnen da waren, die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung der Kultusminister in Deutsch und Sprache und Lesefähigkeit, englische Lesefähigkeit bei den Schülern in den deutschen Bundesländern gibt es große Unterschiede. Sehr interessant zu lesen. Man hat einige Gruppen, hat man auch dort, Fox-Gruppen untersucht, wo die Gruppen groß genug waren. Das hat man getan bei türkischen Migrantenkindern, bei polnischen und der russischen, unter diesen drei war die Unterstichprobe groß genug. Und die Forscher schreiben in diesem amtlichen Dokument der Bundesministerkonferenz in aller Zurückhaltung, dass zwar die Polen und russischen Migrantenkinder in Leseleistungen und sprachlichen Leistungen schlechter sind als die Deutschen, aber in einem tolerablen Abstand. Zu den türkischen Migranten schreiben sie, dass der Unterschied unerklärlich groß ist und jedenfalls durch unterschiedliche Schichtzugehörigkeit nicht erklärt werden kann. Es bleibt also eine unerklärte Restgröße, und das gilt auch für andere muslimische Migranten, weshalb das so ist, und das ist eine Beobachtung, die machen wir nicht nur bei uns, die machen wir bei muslimischen Migranten in ganz Europa. Besonders interessant in England. England hatte ja mit der Kolonie Indien, dadurch haben sie seit den 50er Jahren eingewanderte Gruppen von Indien, von Pakistani und Bangladeschi. Inder sind Hindus, Pakistani, Bangladeschi sind der Muslime. Das Resultat im britischen Schulsystem, Inder sind besser als die britischen Kinder und Pakistani und Bangladeschi sind schlechter als die britischen Schüler. Das übrigens auch in der dritten und vierten Generation von Migranten. Es baut sich auch nicht ab. Und deshalb, wenn sich hier eine große Bevölkerungsgruppe aufbaut, und wir haben ja gerade gesagt, 25% Muslime in Sindelfingen, ich gehe mal davon aus, in den Schulen sind es dann bereits 35%, wenn sich das dann so aufbaut, dann können Sie sehen, was das dann heißt für die tatsächliche Leistungsfähigkeit künftiger Generationen in Deutschland. Zu lange habe die Bundesrepublik Menschen aufgenommen, ohne darauf zu achten, was sie können oder leisten. Wir sind Einwanderungsland, aber uns fehlen die Regeln dafür, sagt Helmut Schmidt. Warum scheuen unsere Politiker Einwanderungsregeln wie der Teufel des Weihwasser? Ja, erstmal muss man sehen, wir haben offiziell seit dem Anwerbestopp 1973 keine Arbeitsmigration. Die Einwanderer, die seitdem kamen, aus dem damals in Deutschland,